Seit unserem vorherigen Video sind bereits 2 Wochen vergangen und wie du vielleicht auch mitbekommen hast, musste unser letzter Livestream zur Feier von 22.222 Abonnentinnen und Abonnenten leider ausfallen. Das war keine Absicht, sondern lag schlicht und ergreifend daran, dass ich die vergangenen 10 Tage praktisch nur geschlafen habe, weil ich mir eine ziemlich hartnäckige und heftige Erkältung eingefangen habe, die ich auch immer noch nicht so richtig los bin. Also so rundum gesund bin ich noch nicht, aber es geht inzwischen zumindest so halbwegs und insofern wollten wir euch nicht länger auf ein neues Video warten lassen. Anders als sonst werden wir in diesem Video vielleicht das ein oder andere Mal schneiden müssen, einfach deshalb, weil ich es nicht unbedingt schaffen werde, 15 Minuten am Stück zu reden, ohne zwischendurch einen größeren Hustenanfall zu bekommen, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und den Livestream, den holen wir dann übrigens bei Gelegenheit natürlich auch nach. Worum geht es nun heute? Es geht um die neue Version 19.7.0 von Node. Und diese Version, obwohl es sich ja nur um ein Miner-Update handelt, bringt ein sehr spannendes neues Feature mit, auf das sicherlich die eine oder der andere schon sehnsüchtig gewartet hat, vielleicht sogar schon seit Jahren. Und zwar gibt es endlich Schritte in die Richtung, dass man aus einer JavaScript-Anwendung mit Node nun ein Binary erzeugen kann. Was heißt, man muss Node auf dem Zielsystem nicht mehr gesondert installieren, sondern kann dort einfach ein Executable für die eigentliche Anwendung herunterladen und das war's. Und wie das funktioniert, wo die Grenzen liegen und warum bei dem Vorhaben noch viel Luft nach oben ist, darum geht's heute in diesem Video. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Dictionary. Node 19.7 bringt ein neues Feature mit namens Single Executable Applications und in der Doku wird dieses Feature mit folgenden Worten beschrieben. This feature allows the distribution of a Node application conveniently to a system that does not have Node installed. Mit anderen Worten, die Idee ist, dass man auf einem Zielsystem anders als bisher nicht zunächst Node in der passenden Version installieren muss, um dann einen NPM-Install laufen zu lassen, um dann die eigentliche Anwendung ausführen zu können, sondern dass es künftig genügen soll, die Anwendung als Binary zu verpacken, was man dann auf dem Zielsystem einfach herunterladen und ausführen kann und fertig. Also im Prinzip so, wie das bei jeder gängigen Sprache, die mit einem Compiler in Maschinensprache übersetzt wird, auch funktionieren würde. Prominentes Beispiel in unserem Fall, also im Fall von The Native Web, wäre da Go. Und selbst Plattformen wie .NET und Co., die historisch gesehen immer eine Laufzeitumgebung benötigt haben, die lassen sich inzwischen zumindest mehr oder weniger gut ahead of time kompilieren. Das heißt, Skriptsprachen wie eben Node hängen da ein bisschen hinterher. Jetzt ist es aber nicht so, dass das bisher nicht auch schon möglich gewesen wäre. Immerhin gibt es ja Werkzeuge wie Nexe oder PKG, die genau das bereits ermöglichen. Die gehen letztlich nämlich einfach nur hin und bündeln eine JavaScript-Anwendung mit all ihren Abhängigkeiten und verpacken sie dann mit Node zusammen in ein gemeinsames Binary, was sich dann auf der jeweiligen Zielplattform ausführen lässt. Vom Prinzip her arbeiten die auch alle gleich, das heißt, es wird nie JavaScript direkt in Maschinensprache übersetzt. Es handelt sich also nicht um echte Compiler, sondern der JavaScript-Code, der wird sozusagen eher Huckepack auf Node draufgepackt. Und daran ändert auch Node 19.7 nichts grundlegend. Aber für diesen Mechanismus braucht man nun eben kein gesondertes Tooling à la Nexe oder PKG mehr, sondern Node kann das nun eben von Haus aus. Das ist zumindest das, was man aufgrund der Ankündigung erwarten würde. Und diese Erwartung, die kommt ja auch nicht so ganz von ungefähr, denn Dino bietet immerhin seit gefühlt jeher das Kommando Dino Compile, was genau das macht. Man übergibt an Dino Compile ein Skript, was den Einstiegspunkt in einer Anwendung darstellt, und Dino bündelt alles zusammen und baut ein entsprechendes Binary. Dabei werden auch unterschiedliche Plattformen unterstützt, also macOS, Linux und Windows, jeweils mit ARM und oder x64, was für die jeweilige Plattform halt jeweils sinnvoll ist. Und auch wenn ich ansonsten kein so ein riesiger Freund von Dino bin, ist das halt irgendwo die Messlatte. Ein in Dino integrierter Befehl, der einfach aufzurufen ist und macht, was ich will, ohne dass ich als Entwicklerin oder als Entwickler mich noch großartig damit beschäftigen muss, wie das Ganze im Detail funktioniert. Und das war ja so im Wesentlichen auch der Ansatz von Nexe und PKG, nur dass man die bislang halt eben immer gesondert installieren musste und es nicht direkt integriert war. So, und jetzt kommt Node 19.7, also mit den Single Executable Applications. Die erste Ernüchterung ist der zweite Satz in der Dokumentation. Node.js supports the creation of Single Executable Applications by allowing the injection of a JavaScript file into the Node Binary. Mit Betonung auf a JavaScript file. Der ganze Ansatz funktioniert nämlich in Node tatsächlich nicht mit einer kompletten Anwendung, sondern nur mit einer einzigen Datei.
Das ist natürlich erstmal etwas, naja, wie gesagt, ernüchternd. Ein paar Sätze weiter heißt es dann auch noch: The Single Executable Application Feature only supports running a single embedded common JS file. Das heißt, abgesehen davon, dass das nur mit einer einzigen Datei überhaupt funktioniert, funktioniert es außerdem auch nur mit dem Common JS Format, also dem alten Ansatz mit Require und Module Exports. Die inzwischen ja nicht mehr ganz so neuen Keywords Import und Export, das ganze ESM-System und so weiter, das ist alles außen vor. Das heißt, wenn man eine Anwendung, die über Hallo Welt hinausgeht, auf dem Weg veröffentlichen möchte, dann muss man sie vorher von Hand wandeln. Aber angenommen, man hat das sogar gemacht. Entschuldigung. Wie kommt denn dann die Anwendung in das Binary? Da gibt es doch in Node sicherlich einen Befehl. Naja, auch hier geht die Enttäuschung ehrlich gesagt weiter, denn in der Doku heißt es: A bundled JavaScript file can be turned into a single executable application with any tool which can inject resources into the Node binary. Das heißt also, ich muss mich nicht nur von Hand um das Bundeln der Anwendung kümmern, ich muss mir auch noch von Hand ein Werkzeug suchen, was das Ergebnis des Bundlens in das Node binary injiziert. Und Überraschung, das funktioniert natürlich je nach Plattform, also macOS, Linux oder Windows, geringfügig anders. Tatsächlich dreht sich der Hauptteil der Dokumentation dann darum, wie man das Ganze mit einem Werkzeug namens PostJack bewerkstelligen könnte. Und wenn du das mal ausprobieren willst und dich die konkreten Schritte dazu interessieren, dann findest du den Link auf die Doku unten in der Videobeschreibung. Aber so ganz ist das halt nicht das Wahre, es fühlt sich doch alles ein bisschen hemdsärmelig an. Vor allem wirft das die Frage auf, was genau denn nun eigentlich das großartige Feature Single Executable Applications in Node 19.7 sein soll, wenn man sich sowohl um das Bundeln als auch um das Injizieren von Hand kümmern muss. Und tatsächlich ist das ziemlich wenig, denn alles, was sich hinter diesem Feature derzeit verbirgt, ist die Fähigkeit von Node beim Starten zu überprüfen, ob überhaupt ein Skript injiziert wurde und dieses, falls vorhanden, auszuführen. Und falls nicht vorhanden, dann startet Node halt genauso wie jeher. Das ist alles. Und das finde ich persönlich ein bisschen wenig. Natürlich kann man da jetzt argumentieren, dass das ja auch alles noch als experimentell markiert sei, dass das nur der Anfang sei und so weiter. Ich habe aber bei Node irgendwie zunehmend wieder das Gefühl, dass da relativ unfertige und teilweise auch noch nicht so wahnsinnig durchdachte Sachen veröffentlicht werden. Auch der inzwischen seit Monaten veröffentlichte Testrunner zum Beispiel, der hat nach wie vor seine Macken. Das vor Monaten veröffentlichte integrierte Fetch ist an manchen Stellen immer noch fragwürdig und nicht fertig implementiert und so weiter. Eigentlich freue ich mich, dass es mit Node wieder mehr vorangeht, denn auch Node ist irgendwo in den vergangenen Jahren ein bisschen stehen oder hängen geblieben und hat jetzt einiges an Aufholbedarf. Und da habe ich in der Vergangenheit ja schon etliche Punkte angesprochen, wo es hapert, unter anderem in diesem Video, was ich dir hier oben in der Infocard verlinkt habe. Und irgendwie wird es ja auch besser, aber es gibt inzwischen so unglaublich viele lose Enden in Node, wo irgendwas angefangen wurde, was jetzt halt in so einem halbfertigen Stadium vor sich hin gärt. Und das ist irgendwie nicht das, was ich mir von einer solchen Plattform erwarten würde. Natürlich ist nicht immer alles perfekt, wenn es veröffentlicht wird, aber ein neues Feature anzukündigen, dessen Arbeit dann zu 99% die Entwicklerin oder der Entwickler von Hand machen müssen, das finde ich persönlich doch irgendwo ein bisschen merkwürdig. Und da schließt sich dann der Kreis zu Dino, was ich ja anfangs erwähnt habe. Da muss ich sagen, auch wenn ich mit einigem nicht so richtig einverstanden bin, welche Richtung Dino so insgesamt eingeschlagen hat, das wirkt bei Dino doch zumindest alles etwas durchdachter und konsistenter und nicht so, als wäre es im Nachhinein noch irgendwie dran gebastelt worden. Und dann kommen da halt so ein paar Sachen zusammen. Dino unterstützt seit einer Weile NPM, weil sie halt auch gemerkt haben, dass es schwierig ist, NPM zu ignorieren und an NPM vorbeizukommen. Aber Dino hat ein viel besseres und ausgereifteres Sicherheitskonzept als Node, weil jeglicher Code erstmal ohne Zugriffsrechte läuft auf Dateisystem, Netzwerk und so weiter. Und das ist gerade im Moment, wo ja vor ein paar Tagen schon wieder NPM-Module mit Schadcode entdeckt worden sind, in dem Fall übrigens über, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, über 15.000 NPM-Module sind betroffen. Gerade da ist man dann mit einem System, was vielleicht nicht einfach mal jeglichen Code mit Full Trust ausführt, gar nicht so verkehrt dran. Soll heißen, auch wenn ich mit Dino in der Vergangenheit nicht so wirklich warm geworden bin und ich einige der grundlegenden Designentscheidungen auch nach wie vor ein bisschen merkwürdig finde und auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass Dino vor allem am Anfang künstlich aufgebauscht wurde, frage ich mich inzwischen doch, ob man sich nicht vielleicht doch mal zumindest alternativ auch Dino anschauen sollte. Und bevor jetzt jemand mit Bun um die Ecke kommt, nein, Bun sehe ich nach wie vor nicht als Alternative an, sondern primär
als unseriöse Mogelpackung, wie ich das ja in der Vergangenheit schon erklärt habe. Wenn du noch mal wissen willst, warum, dann guck dir dieses Video hier in der Infocard an. Tja, was machen wir jetzt mit alledem? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. In knapp 2 Monaten, so gegen Ende April, wird ja Note 20 als neue LTS-Version erscheinen. Vielleicht tut sich bis dahin noch ein bisschen was. Aber ich glaube, für den Moment wäre meine Empfehlung, bei all diesen neuen Entwicklungen in Note eher skeptisch und zurückhaltend zu sein. Denn wir haben das erlebt mit dem Test-Framework, mit einer zu frühen Migration in einem Projekt, dass man in eine Vielzahl von kleinen, aber sehr nervigen Problemen und auch Fehlern reinläuft, einfach weil das Ganze halt nicht ausgereift ist. Soll heißen, wenn du auf Node unterwegs bist und kompilieren möchtest, dann würde ich dir Stand heute ganz stark dazu raten, nicht auf das Single Executable Applications Feature zu setzen, sondern bei Nexe oder PKG zu bleiben. Oder dir alternativ einmal Dino anzuschauen, wobei auch das nur dann ratsam ist, wahrscheinlich wenn du noch relativ auf der grünen Wiese unterwegs bist oder wenn es für dich noch andere starke Gründe gibt, warum du dir Dino ohnehin anschauen wolltest. Nur wegen Dino Compile würde ich mir nicht den Aufwand einer Migration ins Haus holen. Wobei sich, wenn du auf der grünen Wiese unterwegs bist, natürlich auch die Frage stellt, ob nicht vielleicht ohnehin eine ganz andere Plattform eventuell eine bessere Idee sein. Entschuldigung. Eine bessere Idee sein könnte, die besser zu deinen Ansprüchen passt. Und auch dazu haben wir ja mal ein Video gemacht und auch dazu siehe Infocard. Jetzt würde mich interessieren, wie du das alles siehst. Also teilst du meine Skepsis und meine Ernüchterung bezüglich Node oder siehst du das alles deutlich positiver und entspannter, falls du schon mit Dino gearbeitet hast? Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also insbesondere im Hinblick auf Dino Compile wäre das natürlich besonders spannend und interessant. Und so oder so, schreib deine Meinung, deine Gedanken, deine Erfahrung mit all dem gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video heute gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten wünsche ich dir einen guten Start in die neue kommende Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund. Ich lege mich jetzt wieder hin und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.